Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Ja, erstmal danke für die Kommentare und ja, hier unter dem Video oder hier unter dem letzten und dann auch auf Discord und so weiter. Das hat mir ja geholfen, weil sonst, ich war ja doch ein bisschen verwirrt hier. Zumindest hätte ich gar nicht gedacht, dass es das jetzt als neues Feature gibt, dass man aus den Steinen sozusagen Mineralien. Ah, das haut auch ab hier. Ich habe da extra eine Kuhle gebaut. Hey, hallo. Warte auf mich. Mal ich hatte doch hier noch andere kleine, sind hier runtergerollt. Also die verschwinden. Inventory full. Die verschwinden dann? Keine Ahnung, warte mal. Nö, die Sachen liegen noch da. Das ist gut. Ja, genau. Dass das sozusagen funktioniert, das ist eigentlich eine coole Sache. Also ich habe ja auch immer die Mods installiert, sofort auf dem Server oder so, die genau dieses machen aus Stein. Mineralien. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ach, super. Ist ja geil. So, die einzige Frage ist jetzt natürlich, wie viel Energie verbraucht das? Und, oh, na gut, das sind dann natürlich homöopathische Dosen, die ich hier bekomme, aber natürlich besser als gar nichts. Okay. Jetzt muss man nämlich schauen. Also, das heißt, ich werde trotzdem dieses, was ich sagte, warte mal, wir haben jetzt zwei Tage, gut, das letzte Mal erstmal verfolgen. Das heißt, mach mal los, bitte, 82, 90, 99, 100, dass ich nämlich dieses, warte mal, da haue ich das mal noch rein, und dann, und das ja, können wir gleich mal zu 100, das ist ja dann, hört er auf, wenn Schluss ist. So, genau, dass ich hier dieses Hydrogen-Dingsbums baue eigentlich, das müsste ja gehen, und zwar hatte ich da noch gelesen, hier, und hat einen eigenen internen, na gut, ich kann nicht mehr raus, internen Hydrogentank. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht, sozusagen, warte mal, das Windding, das können wir wegtun. Ich brauche sozusagen keinen Tank extra hinsetzen. Was brauche ich denn jetzt dafür? Wahrscheinlich, oh, das ist natürlich riesengroß. Aber wäre nicht schlecht. Warte mal, kann ich das auch hier an das kleine Ding bauen? Erstmal. Nee, geht nicht. Das ist wirklich nur so ein, so ein Ding hier. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen, warte, wir ganz noch benötigen Stahlplatten, genau. Habe ich ja eigentlich. Oder hier, waren hier noch Stahlplatten? Oder nimm doch mal das Ding weg hier vor der Nase, ich sehe nichts. So. Anzeige. Habe ich echt keine Stahlplatten mehr? Habe ich da hier drinnen bestimmt Stahlplatten? Ja, oder hier drinnen hier. Das ist ja hier. Supi 35 habe ich, alles klar. Jetzt setzen wir das mal hin. Da bin ich ja gespannt jetzt. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen optisch. Naja, unterirdisch. Aber ich brauche erstmal ein bisschen. Ja, wieso? So ein Doppelklick. Das ist seltsam. Ich brauche erstmal Energie. Das ist eigentlich dann das nächste. So, wir brauchen Energiezellen. Hm. Ja, mal sehen. Wir buttern erstmal alles rein, was wir jetzt so haben. Inventory full. Okay. Ich brauche echt Stahlplatten, ja. Na gut. Stahlplatten haben wir natürlich nicht mehr da. Ich schau mal die Sachen. Das ist natürlich wieder voll. Alles klar. So, Stahlplatten. Dann nehme ich die hier nochmal weg. Das lasse ich natürlich dran. Aber hier habe ich ja Stahlplatten umsonst. Ansonsten warte ich dann wieder darauf, dass dann hier so ein Ding runterpurzelt. Okay.
reicht immer noch nicht. Stahlrohr. Warte mal, ich nehme da Weine erstmal. Inventory full. Ja. Okay, und vielleicht das nochmal. Inventory full. Oder? Achso, ich habe schon alle 12 Motoren drin. Alles klar. Und Stahlblatt da oben nochmal 20. Stahlrohr. Stahlrohr klein. Gut. Was wollte ich machen? Die sind 600. Die hauen wir hier wieder hin. 5, 200. 120. Metallabfall. Ja, lass mal erstmal. Gut. So, jetzt hat man hier drüben noch ein bisschen klein. Genau. Und dann groß haben wir. Ne, müssen wir bauen. Ach, ich hab da 29. Das ist ja nicht so viel. Das ist ja nicht so viel. Warte mal. Die können wir doch hier bestimmt bauen, hä? Die können wir doch bestimmt bauen. Stahlplatten. Wie viel kriegt man da raus? Mal sehen, was haben wir hier? Eisen 90. Warte mal, C. Hm, was fehlt denn? Ach, okay, ich dachte hier, das. Machen wir mal 10, 20, 30. Wie viel haben wir? 30. Naja, so etwa 30. Ach nee, da oben haben wir nochmal 20. Egal. Okay, das war's schon wieder. Gut, das heißt, wir nehmen erstmal noch das Steinzeug. Ich lade das erstmal ab. Das kommt hier rein. Und, ah ja, genau, das arbeitet vor sich hin. Das ist gut. Und die anderen Sachen, die haue ich jetzt erst hier nochmal wieder weg. Beziehungsweise ich. Ich mach's erstmal hier rein. Ich mach erstmal voll. Wobei, das ist eigentlich so gut wie voll, das Ding. Das ist eigentlich Spaß. Diese kleinen Dinger hier, das ist eigentlich Spaß. Das ist nix. Ist das so. Also. Weg. 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 Alles weg und weg. So. Dann brauche ich, habe ich 90, das ist okay. Sauerstoff ist eigentlich. Okay, beziehungsweise wir. Bin hier rein. Ach, das ist schon wieder so ganz voll. Ja, warte, dann machen wir es so. Wenn nichts mehr reinpasst, dann passt eben wirklich nichts mehr rein. So, dann bauen wir noch ein bisschen ab. Und das bedeutet, wir gehen nochmal zurück und ziehen Energie, weil es ist bloß noch 50. So, dann, und diesmal nehmen wir alles mit, also auch Steine und so weiter. Das heißt, könnte ich natürlich auch irgendwo jetzt hier irgendwas abbauen. Aber, ja, machen wir gleich noch sinnvoll irgendwas mit dazu. Also Nickel war es, oder Silizium? Ach, Silizium war es, alles klar. So, ist der hier unten, ist da genügend Kram hier? Du kannst mal alles. Nutzen, alles nutzen und sind gleich wieder voll. Voll. Oh Gott, habe ich mich verletzt? Nee, gut, alles klar. So. So, da hauen wir das erstmal hier rüber. Ja, kannst du erstmal ein bisschen arbeiten. Das ging ja nie, ne? Nee, das ging nie. Das heißt, das hauen wir hier mit rein. Oder können wir das, oder könnte ich das nicht? Nee, ich nehme das hier als hier 4000, das ist okay. 1000 und die Steine nehmen wir hier mit hin, weil das macht nichts. Ja. Produzieren wir noch ein bisschen. Ach so, haben wir ja schon. Und Stahl hatten wir noch gebaut, das ist gut. Ja, wieder was verschweißen. So, es könnte aber mal so ein. Ach, genau, das wollte ich sagen. Es könnte aber mal so ein Ding runterkommen. Zweier und 20. Stahlrohr. Dings. So, jetzt könnte nämlich so ein Ding runterkommen und da kam es auch. Das ist supi. Da warte ich noch ein bisschen. Okay. Machen wir erst nochmal hier das wieder.
Naja, das ist jetzt am Anfang ist das noch so, ist das noch ein bisschen filigran hier alles. Also bevor man dann eine stabile Energieversorgung hat. Gut. Ja. Wo geht's denn raus? Warte, das ist hier unten, da ist das hier. Geht's raus. Da muss man sich an der, nach der Gravitation orientieren. Hier. X. Runter. So, hier kannst du wieder arbeiten. Den Rest, den haben wir hier drüben rein. So viel ist das gar nicht, hä? Noch ein Silizium hier. Irgendwie mal mehr? Na gut. Das bedeutet, wir holen uns erstmal die Stahlplatten. Die brauchen wir. Da habe ich Licht an. Ja, wahrscheinlich reicht das noch nicht aus für die Entfernung. Und dann, ich glaube, dann müssen wir es eigentlich... Ui, soweit. Upsala. Warte mal, sehe ich das noch? Ja, ich sehe es noch. Alles klar. Weil irgendwann ist mir das mal passiert, da hatte ich dann dieses, wegen Stromsparen, die Antenne ausgeschaltet. Und dann habe ich es so, also, ja, fast nicht mehr gefunden. Fast. Ja, da haben wir es ja, 10.050 Kilometer ist die Space Base. Die Space Base. So, jetzt bitte kommen. So, wo ist hier der Button? Hier ist der Button. Blöng, was kriege ich jetzt? Leopardenschuhe schon wieder. So, okay, das war's. Reicht, danke. Warte mal, wir checken nochmal, ob ich irgendwas aufheben kann. Nee. Kann ich auf der anderen Seite. War ja eigentlich immer so ein Verhältnis, ja? Da ist er, genau. Siehst du? Ja, 40 Platten, supi. Alles weg, weg. Supi. So, da sind wir. X in Respawn Pod. Ach, wir kriegen das schon hin. Ich will's heute, will ich hier die Energie, das Ding mal testen, dieses Hydrogen-Ding. Das möchte ich heute mal machen. Ja, Treibstoff reicht. Und... Signator. Gut, ich fliege mal ein bisschen höher, weil es mir ist auch schon wieder passiert, dass ich irgendwo dagegen gestoßen bin. Nie so schnell abbremsen konnte. Okay. Ja, naja, das sind so die Erfahrungen, die macht man und dann. So, schaffen wir es jetzt da? Nee, Energiezeit fehlt. Da bin ich ja gespannt, was ich brauche. Warte mal, Stahlrohr und kleines. Okay. Stahlrohr. Kann man das schon bauen vielleicht? Wood? Das kann ich gar nicht bauen. Mist. Ich kann das wahrscheinlich nur mit dem bauen. Ne? Hier mit dem Basic Assembler. Hm. Okay.
Na da. Also. Okay. Warte mal, was haben wir jetzt hier? Inventory. Inventory. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Ach, Stahlplatten. Jungs, warte mal, jetzt haben wir einen Computer. Herstellungskomponenten. Kann ich das hier auch reinhauen? Nee, geht nicht. Geht natürlich nicht. War klar. Stahlplatten. Ja, Herstellungskomponenten. Computer. Inventory full. Okay. Er braucht echt Computer. Was ist denn los? Take all the time, you. Ja, ja. Anzeige, Computer. Flex ich das nochmal weg, hä? Flex ich das nochmal weg? Oder flex ich das Ding weg? Ich meine, ich. Warte mal, das ist jetzt. Also, das hau ich mal hier rüber. Ich flex das Ding weg. Das passt jetzt überhaupt noch nicht hier rein. Ich brauche Energie und ich brauche was zum Bauen. Ja, ja. So, brauchen wir Computer. Wie machen wir hier? 10 Stück. Ja, stimmt, danke. Energie ziehen. So. Wieso schneller? Ich teste das mal kurz, wenn ich hier draußen dran stehe und hier drauf drücke. Ja, es geht schneller. Da wird alles aufgeladen, auch Sauerstoff und so weiter. Also wenn ich hier hingehe und dann F halte. Also bilde ich mir ein, dass das schneller geht. So, also. Nee. Das hat man gesagt. Und das flex mal weg. Ja, 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 ja. 58 Computer. Genau, das wollte ich eigentlich, dass die dort purzeln. Computer, oder? Okay, das ging zu schnell. Stahlplatten. Inventory full. Okay, ich hau's weg. So. So. Ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt hier 20 von diesen kleinen Containern zu bauen. Das ist jetzt ja nix. Okay, warte mal, jetzt haben wir erstmal. Also uns fehlen jetzt nur noch Computer. Der Rest ist da. 48 Computer. So, die Sachen hier. Ich lege die mal mit hier da unten hin. Hier hin, wo das hingehört eigentlich. So. Das kommt hier hin. 48 Computer. Wobei das ja wieder sinnlos ist, weil. Ich habe ja hier keine Energie, wenn das da ist, ja? Da gar keine Energie hier. Ich kann jetzt hier. Das ist Werkzeuge und das sind jetzt. Ich kann die kleinen Rohre nie bauen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme noch mal kurz die Stahlplatten zu mir. Wenn ich jetzt sagen würde, dieses Survival-Ding, das baue ich hier hin. Survival-Ding, das ist jetzt die 5, richtig? Und was ist der Grün? Nee, Grün ist nur Luft, okay. Es geht nicht. Es geht, das. Warte mal, kann ich das irgendwie. Nee, ich kann es auch nie. Aus, das ist wirklich nur für Dingsbums groß. Den Survival. Den Basic Assembler meine ich. Quatsch, nicht Survival. Survival-Ding ist ja das. Okay, das heißt, ich brauche irgendwoher diese. Nee, ich muss das erst zuerst bauen. Ich brauche hier Stahlrohr klein, Stahlrohr groß. So, das heißt, woher kriege ich das Stahlrohr klein, Stahlrohr groß? Warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt sage, das ist ja wie Henne-Ei, oder? Das ist wie Henne-Ei. Energie oder das? Andererseits, nee, Energie ist das Erste. Und wenn ich die Energie habe, warte mal, was brauche ich denn für den Assembler? Da brauche ich dann Computer. Kann ich Computer herstellen?
Oder kann ich herstellen, oder? Das kann ich herstellen. Komisch. Aber Rohre, nee. Rohre nicht. Ja, das ist was das. Rohre nicht. Okay. Konzentration. Also, ich... Hier brauche ich... Stahlrohr 8 und ein bisschen klein. Und eine Energiezelle. Warte mal, kann ich die Energiezelle bauen? Nee, kann ich glaube ich nicht bauen, hä? Quatsch. Nee, kann ich auch nicht bauen. Okay. Ich brauche die Computer, warte mal. ich habe ja plus 4, das ist doch sinnlos. Die brauche ich, das kann ich mir auch knicken. Ich brauche die Energiezelle. Okay, bin ich wieder am, jetzt bin ich wieder irgendwie am Sackgasse. Also ich brauche Stahlrohr, dann ist es fertig. So, die Stahlrohre sind jetzt hier drin. Nee, hier sind nicht mehr Stahlrohr drin. So, hier brauche ich dafür den Computer. Das sind aber zu viele. So, warte mal, was ist denn jetzt hier? Was habe ich denn jetzt hier? Was kann ich denn jetzt wegmachen? Ich kann eigentlich hier nichts wegmachen, weil ich brauche die Batterie. Ich brauche die Batterie. Warte mal, habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Vielleicht habe ich irgendwas noch hier drin. Genau. Warte mal. Also das ist jetzt im Sitz. Das sind 4 Stahlrohre. Das ist jetzt nicht die Welt. Hier ist Stein drin. 7 Komma sind das bloß. Das ist auch nichts. Und hier ist das Silizium, alles klar. So, dann habe ich hier noch drin. Computer 11, geht nie. Und das Eis und die Steine und dann das, okay. Computer. So. Okay, die Steine hauen wir hier rein. Dann haben wir, oder mal, was produzieren wir? Wir produzieren das, das ist okay. Das kann ruhig vor sich hin produzieren, wenn wir wieder was reinhauen. So, jetzt haben wir die Stahlrohre abgegeben. Stahlrohr groß. Warte mal, was haben wir hier drin? Hier haben wir Stahlrohr groß 2. Das ist eigentlich sinnlos. Den Sitz, den bräuchte ich eigentlich auch nicht. Aber da haben wir nur Panzerung. So. Boje. Da hinten ist auch nichts. Batterie, was ist in der Batterie drin? Ach, da kriege ich wieder nichts, ne? Aber, warte mal. Ich habe hier 20 Energiezellen. Aber das 2 Computer. Aber wenn ich die Batterie zerlege, dann... Ich glaube, das Ding kriege ich ja nie raus. Also da kriege ich immer bloß so Blödsinn raus. So die eben hier dieses kaputte Metall hier, dieses alte Zeug. Also irgendwie... Was ist hier drin? Also ich brauche Energie und ich muss was anderes bauen. Ich muss Rohre bauen und alles hier. Das kann ich da bestimmt mit dem Basic Assembler machen. Und hier brauche ich Computer. Okay, ich mache folgendes. Wir flitzen jetzt nochmal zu diesem Signal. Vielleicht gibt es ja da irgendwas. Wieso ist denn das schon wieder da hinten? 2 Kilometer. Dann. Ja. Also ich. Muss ich das freischalten erst? Vielleicht baue ich den Assembler doch einfach fertig. Schauen gleich nochmal. Weil irgendwie habe ich das Gefühl. Oder ich habe wieder was übersehen. Ich
Hast du übersehen? So, haben wir irgendwo hier, da. Was ist denn hier drin? Ah, Panzerung brauche ich nie. Auch lieber anderen Kram. Ja, ja. Mal Batterie. Ja, man kriegt aus der Batterie eben nichts raus. Wieso kann ich denn die Schaltkonsole nie betätigen? Seltsam. Ist das da gar nicht der Schalter? Gib mal um. Gib mal um. Oh, oh, jetzt, was? Nee, das ist schon der Schalter. Ich dachte, der betätigt sich irgendwie, aber ich greife irgendwie bloß zu. Na gut, dann flex mal alles weg. So, warte mal, jetzt kann man nämlich gleich mal testen. Kann man das nämlich gleich mal sehen? Warte mal, hier unten war der Schalter, hä? Hier unten ist der Schalter, oder? Ja, ja, bleib, nein. Ja, das meinte ich doch hier. Oh. Gibt's da Punkte oder irgendwas? Keine Ahnung. Also, ich flex, warte mal. Hier drin habe ich jetzt die Herstellungskomponenten, Kommunikations, Stahlrohr klein. Ein. So, okay. Wenn wir jetzt das wegmachen, hier habe ich nichts weiter. Computer ein. Hier drin habe ich. Computer habe ich schon abgebaut. So, hier drin habe ich Computer 1 und Stahlrohr 1. Na toll. So, und hier drin in der kleinen Batterie habe ich eigentlich zwei Energiezellen, aber die kriege ich nie raus. Die kriege ich nie raus. Aber ich würde die gerne irgendwie. Ich würde die gerne irgendwie transportieren. Das wäre doch mal was, hä? Dass ich irgendwie sage, hier, ich transportiere die irgendwo hin. Ah, Batterie, hier, ah, bitte. Geht nicht, keine Ahnung. Ich kann die jetzt zerlegen. Dann ist er aber weg. Richtig? Ich mach's mal. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Aber ich krieg das ja dann nie, oder? Nee, es ist ja genau hier. Ich krieg bloß den Metallabfall. Mist. Das ist schade. Das ist schade. Kann ich das eigentlich reparieren? Unbekannte Technologie. Okay. Ich muss es erst erforschen. Okay. Das heißt. Ich muss es erst erforschen? Naja, klar. Ja, aber ich muss das erst bauen. Also ich komme nicht drum rum, das Ding zu bauen und da fehlen mir Computer, fehlen mir. Ja, fehlen Computer. Okay. Ja. So. Gut. Ist zwar Zeit rum, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich will mal sehen, ob das jetzt, oder vielleicht dauert es auch zu lange, dass wir jetzt sagen, wenn ich hier fliege, dann habe ich doch das Geräusch vom Wind. Ich könnte auch so eine Winddingsbums aufstellen, oder? Das wär's. Wenn das geht vielleicht. Ich meine, dass kein Sauerstoff da ist, bedeutet ja nichts. Bedeutet ja nie, dass kein Wind ist. Vielleicht soll ich das mal machen. Vielleicht ist es das Energie, Wind. Vielleicht ist es das. Warte mal, wenn ich jetzt das sage, ich mache Wind. Das hat man doch irgendwo. Quatsch. Geh. Was braucht denn der? Träger. Kann ich doch machen. Ich mach mal Wind. Ja, ich mach mal Wind. Test das mal. Warte mal. Oh Gott. Habe ich irgendwie.
wieso schwebe ich es gerade? So, also wenn ich sage, ich mache mal Wind. So. Motoren haben wir genug. Ja. Yeah. Motoren haben wir genug. Jetzt bin ich gespannt. Herstellungskomponenten haben wir da eigentlich auch genug, oder? 20. Träger hat man jetzt noch nicht genug, oder? Interne Panzerung. Ja. Ja, Träger. Träger brauchen wir 24. Träger. 10. Nee, 100. Nie 100. Falsch gedrückt. 10. 20. So. Komm, schaffen wir das, ja? Schaffen wir es vielleicht? Eisen? Nee, Eisen. Das wird nicht. Eisen bauen wir gleich weg. 16. 17. 18. Nur einer. Warte. Irgendwo ist noch Boden, ja. Ja. Wartet doch mal. Lasst mich doch mal kurz. Ja. Inventory full. Okay, das war jetzt wieder nicht gut. Irgendwie. Ist die Gravitation niedrig geworden? Oder habe ich irgendwas mich vertippt? Dämpfer ist on. Ja, eigentlich. Jetzt so. So. Wir haben das dabei nochmal hier rein. Nochmal. Jetzt komm, das schaffen wir jetzt, hä? Hm? Das ist ja, aha. Na bitte, wer sagt's denn? Völlig fehl. Energie, das ist es. Es ist Wind. Ich hab's doch richtig gehört. Das ist es. Das ist es. Okay, jetzt haben wir es doch geschafft. Hoffe ich, denke ich, alles klar. Das heißt, im Weltraum, dann, da gibt es keinen Wind. Hier gibt es Wind, aber eben kein Sauerstoff. Also, liebe Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mühsame Geburt.